Aha. Lotek, ich muss mit Ihnen reden. Es geht um... Hä? Wo ist er? Lotek? Eine Uhr. Was? Er stört. Huh? Schlafen Sie etwa im Schreibtisch? Das hier ist der traditionelle Schlafplatz des Bürgermeisters. Na, wenn das so ist. Vor mir hat bereits sein Vater hier geschlafen. Das war allerdings, bevor er die Dorfgemeinschaft im Stich ließ. Ich kann ihn nur allzu gut verstehen. Ich hatte auch einfach zurückgelassen. Trotzdem, kann ich auch verstehen. Wie kann man nur in einem Schreibtisch schlafen? Zugegeben, er steht nicht richtig zum Erdmagnetfeld. Aber dein Vater hat extra ein Gerät einbauen lassen, um das zu korrigieren. Was? Okay. Ich bin wegen der Elysianerin hier. Das sind sie alle, aber du kommst zu spät. Die Anhörung ist abgeschlossen. Abgeschlossen? Aber ich hab sie gefunden. Soweit ich weiß, hat Hanek sie gefunden. Ich hab sie vorher gefunden. Und sie einfach liegen lassen? Nein, das war anders. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann eine Chance, wenn die Anhörung nicht bereits beendet wäre. Aber sie verdankt mir ihr Leben. Schwer vorstellbar. Wo sich doch 90% aller Verletzungen in Kuvak auf dich zurückführen lassen. Aber davon sind wiederum 90% meine eigenen Verletzungen. Hör mal, Rufus. Immer wenn Chaos in Kuvak ausbricht, bist du die Ursache. Am Ende ist es wahrscheinlich sogar deine Schuld, dass das Mädchen vom Himmel gefallen ist. Schon Nein, irgendwie. Das war anders. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal... Aber sie muss zurück in ihre Welt. Zurück nach Elysium? Guter Witz! Du weißt besser als jeder andere, dass es keine Möglichkeit gibt, Deponia zu verlassen. Nichts, was jemals auf Deponia gelandet ist, kommt hier je wieder weg. Mein Vater hat es geschafft. Das ist weder wahrscheinlich noch beweisbar. Ich verstehe ja, dass du gerne daran glauben möchtest. Aber viel wahrscheinlicher ist doch, dass dein Vater bei dem Versuch in irgendeinem Müllberg gelandet ist. Also mit solchen Argumenten... Das ist wahrscheinlicher, ja. ...dann eine Chance... Na, so ein Pech. Wie ungewohnt einsichtig von dir. Meine Entscheidung ist gefallen und du kannst nichts mehr daran ändern. Mir gehen die Argumente aus. Endlich. Ist noch was? Ich muss nämlich langsam mal in den Sitzungssaal. Und ob noch was ich? Klar. Was denn jetzt noch? Einiges. Würde ich sagen. Das Mädchen gehört zu mir. Falsch. Ich habe bereits anders entschieden. Mir gehen die... Endlich ist noch was? Und ob... Was denn? Ich will meinen Wohnsitz abmelden. Du hast doch gar keinen Wohnsitz. Du schnorrst dich bei deiner Ex-Freundin durch. Immerhin schlafe ich nicht in einer Schreibtischschublade. Zügle deine... Das hier ist der traditionelle... Wenn dich doch nur dein Vater so reden hören. Immerhin hat er hier vor mir gearbeitet. Sie meinen geschlafen. Du weißt doch gar nicht, was Arbeit bedeutet. Die Fußstapfen meines Vaters führen weg von diesem Planeten. Und da werde ich auch hinkommen. Und du denkst, dass du das ohne Arbeit erreichen wirst? Ich kann den alten Mann verstehen, dass er dich nicht mitnehmen wollte. Ja, kann ich aber auch verstehen. Oh, Autsch. Armer Rufus. Anstatt den Schreibtisch zu verrücken, hat mein Vater lieber das Erdmagnetfeld manipuliert? Er war der egozentrischste Sturkopf, den ich jemals erlebt habe. Das ist doch gelogen. Ach ja? Warum denkst du, hat er dich hier zurückgelassen? Weil ihm alle anderen Menschen egal waren. Selbst sein eigener Sohn. Eine traurige Ironie, dass du trotzdem genauso egoistisch geworden bist wie er. Egoistisch? Ja. Ich? Ich habe gerade erst mein Leben aufs Spiel gesetzt, um eine Frau aus den Klauen des Organons zu retten. Ohne jeden Hintergedanken, nehme ich an. Ja. Hervorragend. Sie werden noch ganz schön gucken, Lotek. Ich werde diese Frau retten. Und dann wird jeder Mensch auf diesem Planeten sehen, wie uneigennützig ich bin. Aber dann ist es zu spät. Dann sitze ich nämlich bereits im Elysium bei einem Cocktail. Ja, so uneigennützig. Euch Idioten, die ihr weiterhin im Schutt wühlen müsst. So. Sehr, sehr eigennützig von dir. Wann macht die Post auf? Wann immer ich es für richtig halte. Denn ich bin der Bürgermeister. Was für eine bescheuerte Regel. Die hat dein Vater eingeführt. Bescheuert, aber nicht übel. Oh Mann. Ich komme... Es ist dein Vater und ich kann... Es ist ein... Ja, hatten wir das nicht schon? Das Mädchen... Ich habe... Mir gehen... Endlich ist noch was? Nichts Nein. weiter. Dann sieh zu, dass du... Okay, was können wir hier machen?
Nanu? Bestek? Cool. Naja, auch gut. Na dann. Okay, die können wir also wieder zumachen. Was? Was für ein Schrotthaufen. Ja. Hoch. Ein Glas, interessant. Ja, das wäre lustig. Warum wäre es nur lustig? Hier ist eine Nachricht vom Bürgermeister von Busa Westwok angekommen. O-O-I-C-U-R-N-E-D-O-T. Entweder war da eine Katze auf der Tastatur ja, oder der Telefonist hat sich beim Abtippen geirrt. Wahrscheinlich, ja. Oh Mann, ey, ist das ein Idiot. M-A-C-H-T-S? G-U-T-I-H-R-I-D-O-N. Verdammt, jetzt habe ich den Faden verloren. Na dann, wenn es nur der Faden ist. Okay, das war alles, was man hier... Nee, das war nicht alles, was man hier bedienen kann. Wasser-Emblem? Ich habe das Rätsel um das geheimnisvolle Emblem gelöst. Was? Schade, dass keine Geschichtsschreiber hier sind, um diesen Augenblick zu bezeugen. Andererseits, es reicht wohl, wenn ich in die Kurz... Hier ist mit Sicherheit das Wasser hinter, nur wie kriegen wir das auf? Mit der Wünschelrute vom Vater. Was ist denn das? Ein Geheimfach. Sieht so aus, als käme ich Dads Geheimnis am Ende doch noch auf die Schliche. Ein Schlüssel. Mein Vater wusste, dass ich so clever sein würde, ihn zu finden. Sicher? Wie viel ich dafür wohl bekomme, wenn ich ihn einschmelze? Hä? Was ist denn Schwachsinn? Das ist zwar alles unnötig kompliziert, aber wahrscheinlich wollte Dad sicher gehen, dass nur du, ich so ja, weit komme. An sein großes Geheimnis, sein Vermächtnis. An seinen Schnapsschrank. Schnapsschrank? Das sieht für mich eher aus wie Wasser, muss ich sagen. Hä? Ah, okay. Klares Wasser. Es existiert wirklich. Fehlt nur noch der energiereiche und der belebende Zusatzstoff. Den belebenden haben wir ja. Glas mit klarem Wasser. Jetzt fehlt nur noch die Autobatterie, ne? Nächster bitte! Ich bin wohl der Letzte. Umso besser. Wer soll nach mir auch noch groß kommen? Nächster bitte! Das kennt man, ne, Marvin? Nächster bitte! Nächster bitte! Okay, nun. Uns fehlt jetzt nur noch... Hä? Das Wasser haben wir doch. Uns fehlt nur noch die Batterie. Würde ich sagen. So, wie kommen wir jetzt an dieses blöde Auto ran? Wir haben immer noch keine Seife gefunden. Man erkennt noch, was es ist. Ich muss es nicht putzen. Ich glaube, hier sind wir erstmal fertig. Wo komme ich da heran? Hast jetzt noch was zum Kombinieren im Inventar und dann geht's an die Batterie. Ja, okay, ich habe noch was zum Kombinieren. Offenbar habe ich klares Wasser gefunden. Kann ich das schon hiermit kombinieren oder was? Ja, okay. Ja, das hätte ich eh irgendwann gemacht. Wasser fehlt noch der extra Schuss Energie. Da fehlt jetzt nur noch die Batteriesäure. Die Batterie. Aber da habe ich echt keine Ahnung, da bräuchte ich vielleicht mal einen Hinweis, womit ich jetzt am besten weitermache. Ich brauche wahrscheinlich irgendwie Seife oder sowas. Saal.
Okay, das war wahrscheinlich dann der Hinweis vom Bürgermeister, weil dass der da hingegangen ist, ne? Hatte ich eigentlich auch gerade im Kopf hinzugehen. Ich weiß gar nicht, warum ich rausgegangen bin. Ich kann nicht empfehlen, Sie in diesem Zustand zu bewegen. Was ist denn das für ein Zustand? Ich verstehe es immer noch nicht. Ich meine, ist sie tot? Nein, nein. Ihr Körper ist lebendig und gesund. Es ist ihr Bewusstsein. Es ist inaktiv. Also schläft sie. Es ist schon ein wenig komplizierter. Ich glaube, es hat mit diesem Implantat zu tun. Es ist defekt. Defektes Implantat? Ein Bewusstseinsimplantat? Gibt es denn keinen Schalter? Eine Sicherung. Vielleicht sind die Kontakte verrostet. Das passiert mir bei meiner Gegensprechanlage ständig. Ich habe alles überprüft. Aber das ist elysianische Technologie. Ich habe keine Idee, wie man sie bedient. Ich habe ja nicht einmal einen passenden Schraubenschlüssel. Und wann kann ich sie denn endlich mitnehmen? Erst einmal muss sie aufwachen. Okay, okay, ich sehe schon. Diese Situation erfordert eine Regierungsentscheidung. Wir machen es so. Wenn du sie aufwecken kannst, kannst du sie auch haben. Und wenn ich sie aufwecke? Rufus, du hast hier nichts zu suchen. Aber ich habe einen Plan. Deine Pläne sind mir bekannt. Du denkst nichts richtig zu Ende. Alles, was du erreichst, ist ein großes Chaos. Und am Ende gibt es eine Explosion. Na, das wollen wir doch mal sehen. Ich warne dich. Halte dich von dem Mädchen fern. Ja, Rufus, solltest du vielleicht lieber, ne? Gut, hier gibt es jetzt aber auch nichts weiter, ne? Warum ist das eine Tasche? Das schreit doch geradezu nach einem raffinierten Manöver. Ich habe ihn nicht gewählt, damit er sich in meine Sachen einmischt. Habe ich ihn überhaupt gewählt? Oder irgendjemand anderen? Oh Mann, Politik ist echt kompliziert. Das wäre wie Öl ins Feuer gießen. In langweilig. Aber Rufus, Sie sind nicht unantastbar, Lotek. Vergessen Sie das nie. Oh Mann, ey. Tonis Haus, sagst du? Ja, ich gehe da gleich mal hin. Aber Rufus, vergessen Sie an. Ist jemandem was zu essen runtergefallen oder warum kriegst du hier rum? Ich warte natürlich darauf, dass Ghoul aufwacht, damit ich sie mitnehmen kann. Ha, träum weiter. Es stimmt zwar, dass Ameisen das Zehnfache ihres Gewichtes tragen können, aber warum sollte Ghoul, eine elysianische Orbit-Elfe, sich mit jemandem wie dir abgeben? Oh, Rufus, du hast mich immer unterschätzt. Sieh mich an. Ich bin ein gemachter Mann. Wer auch immer dich gemacht hat, der hat auf der Hälfte aufgehört. Ich bin reich. Ich habe eine Wasserader im Keller. Du hingegen hast nicht mal einen Keller. Du hast gar nichts, Rufus. Na und? Daran erkennt man die Leute, die immer alles geben. Und was soll ich auch mit einem Keller in Kuwak? Ich gehöre hier nicht her. Genauso wenig wie Ghoul. Und wenn ich sie erst einmal aufgeweckt habe, werde ich sie nach Elysium begleiten. Du wirst schon sehen. Okay, also wer sie aufweckt, der kriegt sie. Dann gehen wir jetzt mal in Tonis Haus und gucken uns dann nochmal um. Wo soll da Seife sein? Wir haben ja schon mal geguckt. Oder irgendwas ähnlich Brauchbares. Damit ihr hier nicht sprechen kann, wundert mich auch ein bisschen. Ja. Ich bin gerade überlegen, wo da irgendwo Seife rumliegen könnte. Aber um ehrlich zu sein, habe ich keine Ahnung. So. Vielleicht nehmen wir nochmal das Waschmittel daraus. Autsch! Verdammt. Das ist ja heiß. Hier hatte ich ja auch schon mal nachgeschaut. Hier ist nichts.
Was meinst du mit Tonys Haus? Ich habe hier ja schon mal nachgeschaut, aber ich wüsste nicht, wo ich hier sowas wie Seife herbekomme. Versucht den Schwamm zu benutzen. Boah, was für eine Plörre. Okay. Die Richtung, in die sich das hier entwickelt, gefällt mir nicht. Okay, ich verstehe. Oh, ja gut, da hätte man vielleicht auch drauf kommen können, ne? Jetzt kriegen wir auf jeden Fall schon mal die Windschutzscheibe sauber. Dann gucken wir mal, wie wir weiter reinkommen. Ich vermute aber, dass ich alles, was ich noch brauche, um an die Batterie zu kommen, schon bei mir habe. Vermute, wir haben alles schon dafür dabei. Ja, schon komisch. Mit der Hand sagt er, ah, ist das heiß, aber den Schwamm kann er nach dem Eintunken direkt in die Hand nehmen. Ja, wegen dem, ah, heiß, verdammt, hab ich auch, mit dem komplett abgeschlossen. Muss das wirklich sein? Ja. Okay. Huh? Was ist denn das? Die Sitze sind mit pinkem Plüsch bezogen. In einem Truck? In der Ecke Truck? Dreht ein Püppchen Pirouetten. Und auf dem Fahrerschild steht Schnutzipuh. Schnutzipuh. Dämlicher Name. Okay. Halt mal kurz. Ich vermute, wir haben alles hier, um den aufzubekommen. Aber was bringt uns das jetzt mit dem Schnutzipuh Pink? Das ist bestimmt Lottis Karre. Und dann kriegen wir bestimmt den Schlüssel dafür vom Hanek, wenn wir ihm sagen, dass wir Lotti heißen. Mal gucken erstmal, ob wir nochmal vorher mit der Lotti reden müssen. Hallo, Lotti. Du schon? Ja, ja. Aber wir können nichts sagen. Ja, ich habe dich. Oh, ich dachte, wir können nochmal mit dir reden. Dann lass uns doch mal gucken, ob wir dem Hanek sagen können, dass wir Lotti heißen, um den Schlüssel zu bekommen und damit dann das Auto aufzubekommen. Hallo nochmal. Hi. Rufo. Genau. Nochmal wegen. Nochmal, wie war noch? Schnutzipuh. Schnutzipuh. Schnutzipuh? Hm. Vielleicht habe ich deinen Schlüssel gefunden, Schnutzipuh. Aber ich möchte erst sicher gehen. Was ist denn deine Lieblingsfarbe? Ich würde sagen. Mauve. 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 Nein. Das kommt. Nein, das kommt. Ich glaube nicht, dass ich deinen Schlüssel habe, Schnutzipuh. Okay, dann Pink. Pink, sagst du? Das kommt hin. Und hast du ein spezielles Hobby? Ballett? Aber ich lese auch sehr viel. Ich lese viel. Ich glaube nicht. Ich liebe das Ballett. Volltreffer. Dann muss das hier dein Schlüssel sein. Heute ist offenbar dein Glückstag, Schnutzipuh. Ja, die Sonne scheint mir aus dem Arsch. Praktisch. Dann kannst du nachts im Bett lesen. Oh Mann, die Dialoge hier. Ich liebe es. Ah. Wenn ich mit den Rätseln etwas klarer kommen würde, dann... Oh. Ist so geil. Wenn ich mich nicht immer so doof anstellen würde bei den Rätseln, aber manche sind halt auch echt sehr knifflig. Hebel. Zack. Motorhaube. Zack. Batterie. Zack.
Sie lässt sich nicht ausbauen. Aber wie komme ich dann an die Energie im Inneren? Vielleicht mit einem Bohrer. Ich will an die Batteriesäure und ich habe einen Zahnbohrer. Das ist ja schon fast zu perfekt. Richtig. Ah, au. Yeah. Können wir eigentlich direkt hier reinpacken, ne? Oh. Sauber. Das besondere Wasser hätte ich schon mal. Nice. Dann hätten wir doch jetzt alles, ne? Warum? Ich verstehe das hier nicht. Klares Wasser. Wo haben wir denn doch sowas? Schon. Hatten wir doch schon in dem Glas. Oder nicht? Und klares Wasser. Ich gehe jetzt zu dem Lonzo heißt er, glaube ich, ne? Der mit der Kneipe. Ich gehe jetzt einfach hin und versuch's mal. Weil da steht ja auch im Inventar energiereiches, belebendes und klares Wasser. So, Lonzo, wir haben Tankdecke, Kaffeemaschine, geschlossenes Fach. Da muss wahrscheinlich dann das Pulver rein. Das Pulver habe ich schon mal. Und dann kommt das hier in den Tank. Ab in den Tank damit. So. Das war's. Ich habe alle Zutaten gefunden. Nice. Wundervoll. Ich kann dir kaum endlich, sagen, ey. Das war eine Tortur. Ich bin, was jetzt passiert. Ich dachte, wir machen Espresso. Ja, du hast recht. Dies ist ein erhabener Moment. Wir sollten ihn nicht mit Bedenken über Atomkerninnendrücke zerstören. Atomkerninnendrücke? Höret, ihr Götter der Vorväter, mit edelsten Zutaten und unter höchster Kompression bitten wir euch, öffnet die Pforte zum Espressoversum. Oh, Backe. Gott. Mehr Druck! Mehr Druck! Okay, okay, Rufus. Das kann doch nicht gut ausgehen. Sind wir tot? Nein, das fühlt sich anders an. Wie du weißt, habe ich dem Tod bereits einige Male in die Augen geblickt. Ach ja, habe ich vergessen. Dabei fällt mir ein. Trägt Toni noch immer diese Kontaktlinsen? Da passiert was. Aua. Okay. Puh. Oh, selbst nice. Ich glaube, das Zeug könnte seinen Zweck erfüllen. Ja. Gehe ich doch mal stark von aus. Das Rezept haben wir jedenfalls nicht mehr. Dann versuchen wir jetzt mal Gold zu wecken, würde ich sagen. Ei, ei, ei. Okay, der Espresso geben wir direkt mal Gold. Der Gold den Espresso geben. Was ist das für ein beißender Geruch? Das ist Medizin. Sagt wer? Sag ich. Und wer ist hier der Arzt? Sag du. Sagen wir es zusammen? Ich. Unentschieden. Drei Gewinnrunden. Du. Ich. Ha. Gewonnen. Mist. Was zur Hölle? Was soll das okay. werden? Und wer ist du? Dann müssen wir erst den Arzt hier wegbekommen. Dafür müssen wir mit Sicherheit einen Notruf von uns geben. Über die Notrufsäule. Aber so einfach wird das nicht sein.
Einfach wird das mit Sicherheit nicht. Irgendwas, irgendeinen Notruf müssen wir zeugen. Hallo, ich habe ein Verbrechen zu melden. Hallo. Na toll. Aber kaum, ich probier's später. Okay, also. Wie kriegen wir den Gizmo in die Notrufzentrale? Also in die Notrufstelle da, die sich hier in der Gasse befindet. Hier müssen wir, in die Notfallstation müssen wir den Gizmo reinbekommen. Wie kriegen wir den von Goal weg? Niemals. Und Toni. Ach ja. Oh Gott, ich habe gar keinen Anhaltspunkt, ne? Deswegen bin ich hier in die Notfallstation selber reingegangen. Ein Feuer auslösen vielleicht. Nein. Wie ich Gizmo kenne, wird er meine Sachen noch früh genug konfiszieren. Irgendwie ein Feuer auslösen. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Der Baum. Oh Gott. Ich kann doch nicht einfach den letzten Baum der Gegend abfackeln. Wo soll ich sonst meine Herbizide testen? Ja, das hätte ich dir schon zugetraut. Das sitzt auch so schon fest genug. Lass mal gucken, was... Nein, nicht das Lach... Nein. Haben wir noch den Ballon? Versuch's erstmal direkt. Das lässt sich nicht mit Gas auffüllen. Ist vielleicht auch besser so. So, jetzt haben wir erstmal wieder einen Ballon mit Gasfüllung. So baut man keine Heißluftballons. Sicher? Es hat Wochen gedauert, mir das Plastik von der Haut zu kühlen. Er spricht aus Erfahrung. Was könnte man hier noch so abfackeln? Hier ist sonst nichts. In der Polizeistation? Die Holzbank vielleicht? Nee. Hier gibt's nichts mehr abzufackeln. Aber wie kriegen wir den von der Goal weg? Irgendwas müssen wir doch bestimmt auch... Warte mal, ich glaube, hier haben wir ja erstmal alles. Hallo, ne? Nochmal. Ah. Bis bald. Tschüss. Ach, das sieht so aus. Können wir hier vielleicht noch irgendwas machen? Du, Rufus, bist du gekommen, um mir. Ist gerade schlecht. Ich komm später, okay? Okay. Gut. Hier ist nichts mehr. Irgendwas, also wir hatten ja noch, wir haben noch den Papagei für Toni. Wir haben noch die Gegensprechanlage im Büro des Bürgermeisters. Das sind so zwei unerledigte, und die Poststelle. Das sind so zwei unerledigte Sachen, so drei unerledigte Sachen, die mir einfallen würden. Kommen wir da nochmal rein? Ja. Hier, der Fernschreiber auch, ne? Diese Technik ist voll. Nächster, bitte! Ja, ich habe mir schon gedacht, dass das hier irgendwie ist.
Irgendwas hat das bestimmt auch mit der Gegensprechanlage zu tun oder der Poststelle. Das ist jetzt bestimmt die Poststelle, oder? Aber sie sind vergessen. Ich habe ihn nicht gewählt, damit er sich in meine... Hab ich ihn überhaupt? Oh Mann. Gizmo hat meine Philosophie zur Umverteilung von Besitzeigentum noch nie verstanden. Und dabei geht sie nur in eine Richtung. Nee. Bräuchte eventuell doch nochmal einen Tipp. Ja, doch, das ist doch jetzt bestimmt die Poststelle. Aber die Uhr hat er ja um, glaube ich. Wird wahrscheinlich. Aber was hat das auch mit der Tasche auf sich? Ich habe ihn nicht gewählt. Hab ich ihn? Oder. Oh Mann. Was ist das für ein Durchgang links daneben, wo du durchgegangen bist? Da kann man nicht durch. Das ist hier nur für den Karton. Da haben wir die Luftballons gefunden. Ja, da kann man nicht durch. Die Luftballons lagern hier offenbar schon eine ganze Weile. Ich frage mich, für welchen Zweck sie gedacht sind und warum auf einigen mein Gesicht drauf ist. Kann da aber auch das wieder zumachen. Hier bin ich recht. So baut man keine. Also ich muss hier im Saal bleiben oder was? Aber was könnte ich denn hier noch machen? Ich habe ihn nicht. Oh Mann. Konzentrier dich. Sie kann dir immer noch bei deinen Experimenten helfen, wenn sie erst einmal wach ist. Brauchst dafür ein Item aus deinem Inventar? Ja, das dachte ich mir schon. Ach so, deswegen. Deswegen ist er das Schild. Okay. Was riecht denn hier so komisch? Alles klar. Ah, Feuer! Das Rathaus brennt! Brandschutzmodus aktiviert. Brandmeister Gizmo. Das Schild hätte man auch ernster nehmen können. Wo ist das Feuer? Das wird schon nicht umsonst da sein. Die Kammer steht in Flammen, Herrgott! Keine Sorge, ihr Feuer ist so gut wie gelöscht. Okay, aber wann ist das mit der Poststelle? Das wird doch auch irgendwann mal relevant, oder nicht? Ist das dein Ernst, Rufus?